Decíamos en el partido anterior, lo bueno de Garnacho es que la selección hoy no lo... Área del Dibu Martínez, del Celeste. Aquí en Yakarta, en Indonesia, un estadio colmado. The national anthem of Lagu Kebang. Al Pipa de Tandil, la cábala oficial del seleccionado argentino. Ferdinand e Ibar Jenner, y el punta al 9, Dimas Drajad. Aquí posan Álvarez de 9, Nico González a la izquierda, los de Scaloni. Todo dispuesto, 5-4-3-2-1, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Aber der Fußball, und das sagt jeder, mit dem man in Indonesien darüber spricht. Auf der linken Verteidigerposition jetzt Álvarez gegen 3. Stochern sich durch, Ball in die Mitte. Und dann Scheine. Jordi Amat. In Kürze dann von den Indonesiern ein vollumfängliches Klangerlebnis zu sehen bekommen. Jetzt wieder die Argentinier, wieder über die linke Seite. Und wieder über Nicolas Gonzalez. Trotzdem hat er immer wieder klargemacht, auch in den diversen Verlautbarungen, die es nun mal gab, er wird dauerhaft die beste Elf nominieren, ungeachtet alles. Abgelegt. Palacios. Jetzt mal ein bisschen Raum auf der Seite. Ari im Tor von Indonesien. Und vielleicht jetzt die Chance für Argentinien mit Álvarez. Álvarez gegen... erfolgreicher sind auf dem Kontinent. Und diese indonesische Mannschaft hat genau so ein Team geschlagen. Es ist ein Team, das mittlerweile natürlich alle... Ecke kommt weit. Eckball. Los Celso und Pesea. Abenteuerlicher Schlag hinten raus. Giovanni Lo Celso, Doppelpass, Giovanni Lo Celso! Und bitte, der zweite Ball, vielleicht eine Option für Nicolas Gonzalez. Zweite Welle, Álvarez, nochmal, indonesischen Konter. Und dann das Foulspiel an Marcelino Ferdinand. Aber es ist nicht so, als würde es an Nachschub mangeln. Buonanotte. Freistoß. Weiter Schlag, guter Schlag in Richtung Nicolas Gonzalez. Paredes, gute Position, abgelegt. Lo Celso! Indonesien presst hoch und Indonesien macht Probleme. Jetzt vielleicht die... Viel Platz im Zentrum. Medina. Und jetzt auf der anderen Seite die Chance. Álvarez, zweite Welle, vorbei. Indonesien übersteht. Argentinische Nationalmannschaft jetzt seit 9 Spielen ungeschlagen. Sie haben nur eins der letzten 46 Länderspiele. Und Abfahrt, und Abfahrt! Minute 38, einer fürs absolute Bilderbuch, Leandro Paredes. Hey,
Danke.